Moin, ich bin Kai und ich habe was geschickt bekommen vor ein paar Tagen und das wollte ich heute zusammen mit euch auspacken. Und zwar ist das hier so ein riesiges Teil und da drin versteckt sich eine Hartschaumplatte von Saal Digital. Kleiner Disclaimer vorweg, die habe ich kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen von Saal Digital. Die haben so eine Aktion gerade, wo man die Produkte testen kann und wenn man dann einen Bericht online darüber schreibt, dann kriegt man das kostenlos. Und das habe ich einfach mal ausprobiert, weil ich schon seit Jahren meine Abzüge für die Brautpaare bei Saal Digital bestelle. Und jetzt wollte ich einfach mal so eine Hartschaumplatte ausprobieren und da passt was ganz gut. Und dann dachte ich, nehme ich euch damit rein. Machen wir so ein kleines Unboxing hier. Also super verpackt in so einem Karton, den hatte ich schon mal aufgemacht. Und dann sieht man auch hier gleich die Aufhängung. Alles ziemlich stabil verpackt hier. In Plastikfolie. Oh, ich hole mal schnell ein Messer. Besser eine Schere. Die macht nämlich nicht alles kaputt. Hoffentlich. Und tada, da ist das Bild. Das Foto habe ich in London gemacht. Das ist das London Eye. Und ich hatte mich für die Hartschaumplatte entschieden, weil die ein bisschen schärfer ist und das wollte ich gerne mal ausprobieren. Ja, ich finde das richtig cool geworden. Gerade die Abstufung hier von dem Blauen zu dem Gelben sind sehr, sehr weich, also da sieht man keine Kanten drin. Das finde ich immer sehr wichtig, deswegen hatte ich auch dieses Motiv hier ausgewählt, weil das eigentlich relativ schwer zu drucken ist. Auf dem Bildschirm sieht das immer schon schwierig aus. Ja, aber es sieht super aus. Richtig schöne Farben sind, glaube ich, ziemlich genauso wie ich die auf dem Bildschirm hatte. Also würde ich mir hier hinhängen. Hier kann man noch mal besser die Halterung sehen. Das ist hier so ein Rahmen. Da kann man einfach eine Schraube hier runterhängen und dann hält das. Oder man kann das wahrscheinlich auch an einem Band aufhängen irgendwie. Aber den Rahmen fand ich eigentlich ganz gut so zum Befestigen. Ja, und ich würde sagen, weil ich momentan keinen Platz habe hier in der Wohnung, um das aufzuhängen, würde ich sagen, kannst du es gewinnen. Also schreib einfach einen Kommentar unter das Video und ich wähle dann einen Kommentar aus, ich sag mal, bis 1. Dezember. Und dann kannst du dieses schöne Poster hier, Gemälde könnte man ja fast sagen, eher als Poster, dieses Wandbild kannst du dann einfach gewinnen. Also wenn du Bock auf dieses Motiv hast, dann schreib einen Kommentar unter dieses Video mit Ich will gewinnen bis 1. Dezember. Und unter allen Kommentaren lose ich dann einen aus, der gewinnt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da oder abonniere den Kanal. Das würde mich sehr freuen, dann verpasst du auch in Zukunft keine Videos mehr. Und ansonsten check mal mein Instagram, mein Facebook und vor allem meinen Blog. Da gibt es nämlich alle Tutorials nochmal in Textform zum Nachlesen und mit mehr Bildern zum länger angucken und so weiter. Schau da mal rein. Schau auch mal bei Saal Digital vorbei, die haben echt coole Sachen und ja, ansonsten bis zum nächsten Video.